So, das Video ist jetzt leider ein Zweiteiler geworden, zum Glück an einer relativ guten Stelle, weil ich filme ja mit dem Handy und wenn mich jemand anruft, stoppt das Video, das habe ich jetzt auch nicht gewusst. Somit habe ich das Auto jetzt komplett zusammengebaut und habe gedacht, cool, das Video und dann Shit, ganz einfach Shit. Also habe ich für euch die Karre nochmal zerlegt, weil ich möchte euch das wirklich zeigen. Wir waren also dabei. Wir haben hier die Mitte markiert und wir kleben dann das mittig, hier ist ein Pfeil, ihr seht den, mittig die 2,5 Gramm da drauf. Somit sind die Gewichte auf dem Wackel verteilt. Das wäre fertig. So, dann habe ich das nächste gemacht, ich lege das jetzt mal weg. Es muss nämlich noch ein Gewicht auf das Chassis, ein 2,5 Gramm Gewicht, muss hier vorne drauf. Ich habe den Wackel so draufgesetzt, gerade, weil der sitzt dann gerade, der hat eine Führung. Ich habe das Gewicht nach dem hier ausgerichtet, damit ich beide gleich habe. Das war jetzt der nächste Schritt. Dann nehmen wir Kugellager. Ich habe die jetzt leider schon reingemacht. Ich kann die nicht mehr rausmachen. Ich sage euch jetzt auch warum. Ich habe andere Kugellager, damit ihr das seht. Also vorab habe ich die Reibale, eine 6er Reibale genommen. Weil das ist Standard, 6er Löcher für die Kugellager, weil, ich zeige euch das an anderen Kugellagern, also wenn mich jetzt gleich nochmal einer anruft, dann flippe ich echt aus, muss ich zugeben. Ich habe da extra so ein Ding, dass man das nicht machen kann, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Egal. Wenn ihr so ein Kugellager habt, wir nehmen das jetzt mal mit der Pinzette, dann ist der innere Ring 6 mm und der äußere Flansch klar größer, muss sich ja hier festhalten. Darum Reibale durch, dass die einfach sauber reingehen. Jetzt kommt mein Trick. Was heißt mein Trick? Das macht man einfach in der Slotter-Szene so oder in der Metallszene. Man nimmt wirklich einen Hauch Sekundenkleber, wichtig mit einem Zahnstocher, weil wenn läuft euch das hier rein, sind die Kugellager kaputt. Ihr nehmt den dann und tupft dann einfach hier drauf, also einmal oben und einmal unten und steckt die dann rein, drückt die leicht zusammen, lässt die kurz trocknen und die Kugellager sitzen und ihr habt einen sauberen, ruhigen Lauf in der Achsen. So, wir machen also weiter. Ich habe es für euch extra zerlegt, damit ihr das weiter seht. Jetzt gucke ich aber erstmal nochmal aufs Handy, weil wenn mich wirklich nochmal einer anruft, flippe ich heute aus. Da wirst du die ganze Zeit in Ruhe lassen, aber wenn du ein Video drehst, dann eben nicht mehr. So, bei diesem Kit, wenn ihr den kauft, dann sind da Schrauben dabei. Einmal 4 Stück Senkschrauben. Die sind für hier unten. Klar, die müssen ja hier rein und versenken sich dann einen Moment. Zack, damit sie weg sind. Eben. Dann sind da dabei 2 Schrauben, und zwar die kleinen. Hier bitte. Die sind für den Motor, den bauen wir jetzt auch ein. Das ist sehr einfach gemacht hier und mit einer Führung. Ihr nehmt den Motor, ihr schiebt den hier so rein. Jetzt muss ich noch meinen Schlüssel nehmen und schrauben. Ich setze eine Schraube an. So. Ich zeige euch das gleich, muss ein bisschen mal schon ansetzen. So. Hier bitte, da wird einfach rechts und links, es sind nur 2 so kleine Schrauben, also das ist auch coole. Man hat eine Anleitung, wie man das aufbaut, für jedes Auto. Also für jedes Auto, wo Audi, SLS, Viper, BMW M3, Z4, Jaguar müsste jetzt dazukommen, für jedes Auto. Also Bildbeschreibung und Textbeschreibung top, aber wirklich top erklärt. Wir nehmen also die 2. Schraube, setzen die auch am Motor an. Wenn ich treffen würde, da hinten. Ja, was ist los? Ich muss den Motor ein bisschen verschieben. Ich habe ihn falsch, also was ist falsch drauf nicht. Ich zeige euch das gleich, was ich meine. Das ist nämlich echt geschickt gemacht, die Lösung. Jetzt da. So, jetzt machen wir ihn locker. Das Coole ist das hier. Seht ihr das? Ich zeige euch das so. Da ist eine Führung. Und zwar ist die. Ja, man sieht's. Ist die für euer Ritzelspiel. Das mag ich, das muss ich sagen, das ist sehr gut, weil ein Ritzelspiel ist sehr wichtig. Das erkläre ich euch aber noch, weil im Moment baue ich ihn ohne Ritzel auf. Da mir mein Leitkiel-Gewindeschneider fehlt, der ist irgendwo bei einem Rennen abhanden gekommen, da muss man Gewinde drauf machen. Die Mutter ist natürlich auch dabei, ist alles dabei, aber der fehlt mir jetzt gerade, deswegen mache ich den jetzt mal ohne Kabel rein, dass ihr den Aufbau seht, damit ihr seht, hey cool, das ist was für mich, das geht einfach.
Das ist ja kein Stress. Das ist ja auch kein Stress. Wir machen jetzt mal eine Achse rein. Ich habe jetzt nicht die Originalreifen genommen. Ich habe ja hier Designfelgen vorne und hinten. Die gibt es da auch dazu, zu dem Kit. Ich habe sie noch nicht verklebt und so. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal andere, wo ich habe. Da sind Hülsen dabei. Und zwar einmal GFK-Hülsen für vorne. Das ist ja auf dem Bild beschrieben extra. Ganz einfach auf die eine Seite rein. Ihr schiebt die Achse durch. So, macht die zweite GFK-Hülse drauf. Macht den Vorderreifen, den anderen drauf und ihr habt euren Radstand. Ganz einfach. Ihr macht das fest und fertig. Das Kugellager läuft jetzt noch nicht so gut. Da gibt es einen Trick von mir. Ich mache da immer einen kleinen Tropfen Feuerzeugbenzin hin, nehme Druckluft und schieße dann mit der Pistole so quer auf den Reifen, dass es sich, aber in Fahrtrichtung, ganz wichtig, in Fahrtrichtung, dass es sich volles Programm dreht. Die Drehzahl kriegt er mit einem Bohrer nicht hin. Danach läuft das Teil wie geschmiert. Vorne und hinten mache ich das. Nur so als kleiner Tipp von mir. Hinten das gleiche Spiel. Ich mache jetzt das Ritzel nochmal lose, damit ihr das seht. Ihr habt zwei Hülsen. Dann brauche ich nicht, aber die Hülse lose. Komm her, Hülse. Da sind die dünneren drauf. Klar, es ist schon ein Ritzel. Ich hoffe, ihr kennt die. Ganz einfach. Ihr macht die zwischen Ritzel und Reifen drauf, in dem Fall. Da macht ihr die Achse rein. Die sind, wie gesagt, bei mir verklebt. Ich verklebe die immer. Das generiert einfach ein schöner, ruhiger Lauf. Es ist einfach so. So, dann machen wir die Hülse hier drauf. Machen das andere hinter, den anderen Hinterreifen drauf. Machen ihn fest. So, dann wäre das Paletti. Jetzt, wenn wir jetzt das Ritzel drauf hätten, könnten wir das Ritzelspiel noch einstellen. Das zeige ich euch noch, weil am Freitag werde ich den testen. Und werde euch das natürlich auch zeigen, wie er fährt, wie er auf der Bahn aussieht. Und wie man das alles einstellt. Jetzt geht es nur mal darum, ist das was für euch? Ist der Aufbau für euch easy? Bis jetzt muss ich sagen, ist der Aufbau sehr easy. Was jetzt kommt, wir machen das Haar fest. Das ist ganz einfach. Wir haben 4 Senkschrauben und 4 Stoppmuttern. Anders, das kann man nicht verwechseln. Ihr schiebt die Schrauben einfach von hinten durch. So, ihr nehmt eine Stoppmutter, setzt die an. Olli wieder mit seinen dicken Bratzen. So, ja, das ist wieder. Habe ich es jetzt? Ja. Wir machen es jetzt einfach so, dass wir einen Schlüssel da dazu nehmen. Und dann führt die sich selber schön drauf. Genau. So, das war Nummer 1. Das machen wir jetzt 4-mal. 4-mal das Ganze. Mal gucken, ob ich es jetzt drauf kriege. Das war jetzt gescheit. Habt ihr das mitbekommen? Jetzt muss ich unter den Tisch. Oh Mann, jetzt muss ich erstmal unter den Tisch. Bin gleich wieder da. Wo ist sie? Wo ist sie? Weil ich habe dafür jetzt erstmal keinen Ersatz, glaube ich. Ich kann aber sagen, ich habe Ersatz. Aber wo ist sie hin? Oh Mann, ich muss einen Ersatz nehmen. Ich finde sie jetzt nicht auf Anhieb. Ich möchte euch auch nicht strapazieren. Deswegen nehmen wir jetzt einfach einen Ersatz. Ich habe Ersatz. Und zwar habe ich Ersatz, und zwar. Wo ist es? Ah, das nervt mich jetzt, dass mich da jemand angerufen hat. Gut, das kann man nie wissen. Ist noch nie passiert, noch nie. Und gerade heute passiert es, und da bin ich genervt. Jetzt muss ich echt, wo ist die Kiste hin? Das ist die Kiste, das sind aber nicht meine Stoppmuttern drin. Da ist die Kiste, da sind Reifen drin. Einen Moment, ich hab's gleich. Da ist das. Wo ist jetzt die Kiste hin? Sag mal, bin ich blöd? Ja, wenn du einmal aus dem Konzept bist, dann bist du aus dem Konzept. Da kann man machen, was man will. Wo ist meine Schraubenkiste hin? Ich muss kurz schauen, bin gleich wieder da. Nee, sie muss hier sein. Ich hatte sie vorher noch meine Finger. Das ist wieder typisch. Das ist wieder typisch, Olli. Typisch, Olli. Ich hab sie.
So. Ganz einfach. Nehmen wir hier eine Stoppmutter raus. Da. Darum, auch wieder ein kleiner Tipp von mir, habt immer genug da. Immer genug von dem Zeug, was ihr braucht, da haben. Sonst, gut, ich würde sie finden, wenn ich lang genug suche. Da haben wir jetzt aber keine Lust drauf. Also machen wir das so. Die geht wenigstens direkt drauf. Das ist doch schon mal nett von der Schraube. So, dann die nächsten zwei vorne. So. Komm schon. Sehr gut. Dann die nächste. Zack, zack, zack. Stoppmotor drauf. Jetzt müssen wir die noch festziehen. Komplett. Ich habe da normalerweise so einen Nussschlüssel. Der ist mir aber auch abhanden gekommen. Das passiert manchmal bei Rennen vor lauter Hektik, vergiss es oder jemand schiebt es ein, weil er genauso aussieht wie das, was du hast. Das ist einfach so, da kann ich nichts dran ändern. Das regt mich auch nicht auf. Das ist halt so. Das ist so. Deswegen machen wir das halt jetzt mit einem anderen Schlüssel, den ich noch habe. Einen anderen, obwohl ich hätte heute im Baumarkt eigentlich einen kaufen können. Das Problem ist, ich habe eigentlich nur an diese Torx-Schlüssel gedacht. Und den hatte ich nicht mehr auf dem Plan und deswegen habe ich den nicht als Ersatz mit. Aber es funktioniert ja auch so sehr gut. Ihr seht ja, ich stelle das Auto so auf. Da haben wir mal die Platte weg. Ich stelle das Auto so auf, habe hier so einen Schlüssel von einem Modellbau-Schlüsselsatz, nenne ich es jetzt mal. Von meiner damaligen RC-Zeit. Den habe ich schon. Dann nehmen wir jetzt den da hinten. So, ansetzen, der Finger anhalten zur Führung und dann schrauben wir den fest. So, dann der letzte, das ist der hier hinten. Also ihr seht, vom Aufbau her ist es echt absolut easy, absolut Anfänger geeignet. Die Anleitung gibt es auf www.ssr24.info. Sehr gut beschrieben mit den Bildern, sehr gut gemacht. So, das war's im Prinzip. Erstmal wackel, wackelt, sehr gut. Das war's erstmal im Prinzip. Dann sind noch vier Schrauben dabei mit grobem Gewinde. Die kommen hier in den Deckel rein, wie Scale Auto es ja auch macht, wo man die Führungsplatten hier mit ran macht. Die Führungsblechchen für die Scale Auto Halterung. Ich zeige euch das mal. Scale Auto ist da ein bisschen anders aufgebaut. Da sind dann so Platten dran, weil so passt das ja nicht. Und hier ist es ganz einfach gemacht. Auch mit dem. Was für euch bedeutet, ihr müsst da nicht lang rummessen oder so, sondern ihr macht die Schrauben rein. Jetzt kommt's. Die vier Stück, setzt die an, nicht ganz reindrehen. Ihr nehmt das Auto, setzt es an, nehmt euren Schlüssel und macht es zu. Nicht mit Gewalt. Einfach so ein bisschen mit Gefühl zudrehen. So. So. Komm schon. Und so. Dann wäre das Auto fertig. So ist er fertig. Schaut so aus. Ich kontrolliere, ob mich jemand angerufen hat. Nein. So. So ist das Auto fertig. Fahrbereit. Gut, das Ritzel, das zeige ich euch auch noch. Es geht jetzt nur darum, wie der Chassisaufbau an sich aussieht. Bei dem Club hat jemand so einen Gewindeschneider oder ich bestelle mir heute noch einen, dann habe ich ihn diese Woche. So schaut es aus. Auch die Leitkielführung ist sehr gut. Da verklemmt nichts. Es gibt manche, oder zumindest bei mir verklemmt es ab und zu mal bei einem Auto, wo ich habe. Hier passiert gar nichts. Man hat genug Platz. So schaut es auf. Ich mache den jetzt euch nochmal auf. Erkläre euch das nochmal im Kompletten. Und was der Spaß kostet, ich glaube, habt ihr schon erwähnt, aber das können wir immer wieder erwähnen, damit ihr es wisst. So, machen wir hier auch noch auf. So, dann einfach runter machen, ganz einfach.
ich mache mir Light Key rein, damit es aber nicht abhaut, während ich das erkläre. So. Also, für 165 Euro bekommt ihr ein komplettes Auto. Was bedeutet, ihr bekommt das Chassis, ihr bekommt die Achsen, ihr bekommt den Motor, ihr bekommt die Gewichte, ihr bekommt die Wackelplatte oder das Wackelhaar oder das Haar oder Wackel, wie auch immer. Ihr bekommt die Schrauben, die man dafür benötigt. Ihr bekommt die Kugellager, ihr bekommt einen Leitkiel, ihr bekommt Schleifer, ihr bekommt die Ritzel, einmal das kleine, einmal das große. Ihr bekommt natürlich auch die Mutter für den Leitkiel, ihr bekommt Silikonkabel und ihr bekommt einen Reifensatz mit Designfelgen, die ihr euch aussuchen dürft. Also es gibt da mehrere Felgen, ich habe mich für die hier entschieden. Vorne und hinten Designfelgen, was es sehr schön macht, muss ich sagen. Und ein Deckel. Für 165 Euro könnt ihr euch auch einen Deckel aussuchen. Also wollt ihr ein Audi, gibt es ein Audi-spezifisches Fahrwerk und so weiter. Für 134 Euro bekommt ihr das ganze Paket ohne Deckel. Das habe ich bestellt, weil ich habe Deckel, ich habe genug Deckel davon, deswegen habe ich den so bestellt. Für 134 Euro. Bestellen könnt ihr, glaube ich, auch auf www.ssr24.info. Wenn da nichts ist, schickt einfach eine E-Mail ran, die informieren euch. Und da findet ihr dann auch die Aufbauten. Da steht dann Fahrzeugaufbau und dann das Fahrzeug. Dann klickt ihr das an und dann seht ihr, ah, so wird es aufgebaut. Ich persönlich finde es eine sau coole Idee, vor allem für Anfänger. Ich persönlich finde es eine coole Idee, weil es endlich alle Deckel gleich schnell macht. Das heißt, fahre ich lieber ein Audi, dann kann ich mit dem Audi machen. Fahre ich lieber ein Z4, kann ich damit mitfahren. Ja, das macht es einfach von der Deckelauswahl für mich cooler, weil das ist halt so, dass es immer schnelle Deckel gibt. Hier ist dieses Problem erledigt. Es gibt auch Rennserien mit diesen Chassis, was mich auch freut. Ich versuche in Siedlingen am 15.12. mitzufahren, brauche aber noch einen Teamkollege. Und im Januar ist es bei uns im SRC Stuttgart. Da freue ich mich auch drauf. Ich werde den im Laufe der Woche komplett abbauen, das heißt dieses Ritzel hinmachen und verkabeln. Das werde ich euch dann auch noch zeigen. Muss halt auf diesen Gewindeschneider warten und werde euch dann am Freitag zeigen, wie das Ding sich fährt. Zu der Reifenschliff ist auch wichtig. Da hier ja ein steifes Fahrwerk ohne Federung drin ist, habe ich einen Tipp bekommen. Der wird wie ein PU-Reifen geschliffen. Was bedeutet, die Innenkante höher wie die Außenkante, aber nur minimal. Was sich im Strich natürlich auch bedeutet, ihr könnt den saugeil auf der Carrera-Schiene fahren mit Mosis. Weil der Schliff der gleiche ist wie bei PU. Das macht es auch ein bisschen einfacher und Carrera-freundlicher. Vielleicht der Umstieg von Carrera auf Metall oder eben mit den Metallautos auf der Carrera-Schiene zu fahren. Also, Schleifen innen höher wie außen, aber minimal nur. So, das war's soweit von mir heute. Zur Info nochmal, wo ihr das Auto bekommt oder wo ihr das Chassis oder ein Komplettauto bekommt. Auf www.ssr24.info. Falls da nichts ist wegen der Autobestellung, schickt einfach eine E-Mail hin. Die freuen sich auf jeden Fall bestimmt, wenn ihr euch meldet. Ihr könnt auch gerne sagen, dass ihr es bei Audi Slotwelt gesehen habt. Müsst ihr nicht, dürft ihr sagen. Und ich zeige euch dann, wie sich dieses Auto verhält und einen Fahrbericht. Jetzt wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende. Und wir hören und sehen uns, euer Olli von Olli Slotwelt.